Hallo zusammen, hier ist Silvi, eure Mobilitätscheckerin. Ich bin heute live mit dabei bei der großen Eröffnung der nagelneuen Bahnbetriebswerkstatt der SWEG. Hier wird an der Zukunft des Schienenverkehrs gearbeitet. Das Besondere ist, dass hier die nächsten 30 Jahre lang Batteriezüge gewartet werden. Die Hybridmodelle mit dem Namen Mireo Plus B fahren lokal emissionsfrei und tragen damit zu einem klimafreundlicheren Schienenverkehr bei. Damit sind sie ein wichtiger Schritt für die Verkehrswende in Baden-Württemberg. Schaut mal, wie das hier aussieht. Man kann da so richtig runterklettern. Jetzt sind wir hier mitten in der Betriebswerkstatt. Was genau wird hier denn alles gemacht? Im Wesentlichen werden in regelmäßigen Abständen die Fahrzeuge überprüft. Die Züge müssen gewartet werden, weil wir natürlich in regelmäßigen Abständen auch ein Verschleißverhalten an dem Zug haben. Das ist zu kontrollieren und zu prüfen und entsprechend sind auch Betriebsstoffe zu wechseln. Und da müssen die Intervalle eingehalten werden, damit der Zug auch weiterhin so gut funktioniert, wie er das am Anfang tut. So, und jetzt freue ich mich natürlich auf die Testfahrt. Gleich geht's los. Und das ist er, der neue Mireo Plus B. Wir haben ja nicht nur das Werk 2 für Siemens gebaut, wir haben ja in diesem Zuge auch noch verschiedene andere Einrichtungen realisiert, wie zum Beispiel eine Unterflurdrehbank. Das ist ein spezielles Gerät, was man im Eisenbahnbereich braucht. Davon gibt es nicht sehr viele in Deutschland. Die Werkstatt ist auf dem modernsten Standard. Wir haben ja nicht nur ein modernes Gebäude, wir haben nicht nur moderne Arbeitsbedingungen. Alles prozessoptimiert, wie man sagt, sondern die Intelligenz der Werkstatt ist ja auch im digitalen Bereich. Was ist denn für Sie persönlich das Besondere an der Eröffnung der Betriebswerkstatt? Naja, dass wir es geschafft haben, hier in Offenburg den Standort nicht nur zu halten, sondern auszubauen. Das ist ja eine Zukunftswerkstatt. Dass wir es in kurzer Zeit geschafft haben und dass es auch eine Werkstatt ist, die auch für andere Unternehmen geöffnet worden ist. Schienenverkehr ist einfach eine wichtige Geschichte in Sachen Verkehrswende, denn man muss, glaube ich, die Güter und die Waren und die Personen umweltfreundlich transportieren. Da ist halt der Zug, die Eisenbahn wirklich ein sehr gutes Transportmittel und jetzt modern mit neuen Technologien auch wirklich klimafreundlich. Durch die Betriebswerkstatt sind ja auch neue Arbeitsplätze entstanden, ebenso im gesamten Bundesland. Warum werden denn eigentlich so viele neue Arbeitskräfte im ÖPNV gesucht? Naja, weil wir ja insgesamt ein größeres Angebot machen. Das größere Angebot braucht mehr Lokomotivführerinnen, braucht mehr Zugbegleiter, mehr Techniker, die das warten. Und es sind außerdem sichere Zukunftsberufe. Deswegen laden wir alle junge Leute ein, die irgendwie interessiert sind und die vielleicht auch was Gutes tun wollen für sich und für die Gesellschaft und fürs Klima. Das sind gute Berufe. Es hat wirklich Spaß gemacht, mal mit dem neuen Batteriezug zu fahren. Und ich habe gelernt, dass das alles so viele Vorteile mit sich bringt. Viele neue Jobs sind entstanden, die Umwelt wird zukünftig noch mehr geschont und die Verkehrswende vorangetrieben. Ende des Jahres 2023 wird der Zug auf der Schiene im Regionalnetz unterwegs sein. Was sind denn eure Gedanken zum Mireo Plus B? Gefällt er euch? Schreibt es gern unten in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und wenn ihr da klickt, kommt ihr zum nächsten Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!